Warum wird die Erbschaftssteuer neu geregelt? Warum wird die Erbschaftssteuer in Deutschland neu geregelt? Dafür gibt es zwei Gründe. Der erste Grund: Wir haben uns im Koalitionsvertrag im November 2005 mit den Sozialdemokraten darauf geeinigt, dass der Übergang einer Firma auf die nächste Generation steuerlich weitgehend freigestellt werden soll im Interesse der Erhaltung von Arbeitsplätzen. Wir wollten eigentlich nur diesen Teilaspekt verändern. Dann kam ein Bundesverfassungsgerichtsurteil. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass der Tatbestand, dass wir unterschiedliche Vermögensteile sehr unterschiedlich in die Bemessungsgrundlage für die Erbschaftssteuer einbeziehen, verfassungswidrig ist. Heute ist es so, dass Geldvermögen, Sparguthaben, Aktien mit 100%, Immobilien mit etwa 60%, Betriebsvermögen mit durchschnittlich 35% und Land- und forstwirtschaftliches Vermögen nur mit etwa 10% einbezogen wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ihr müsst alle Vermögenswerte zunächst einmal zum gemeinen Wert berechnen und dann könnt ihr sogenannte Verschonungen vornehmen, zum Beispiel mit dem Hinweis auf Arbeitsplätze oder mit dem Hinweis auf Natur- und Landschaftsschutz. Dadurch wurden wir gezwungen, das gesamte Gesetz zu verändern. Wer zahlt in Deutschland überhaupt Erbschaftssteuer? Welche Veränderungen ergeben sich durch die Reform für Privatleute? Wer in Deutschland Erbschaftssteuer zahlt, da müssen wir zunächst einmal sagen, dass aufgrund der Freibeträge über 90% aller Erbschaften und Schenkungen, die steuerlich gleich behandelt werden, zu keinerlei Erbschaftssteuer führen und auch 75% der Übergänge von Firmen auf die nächste Generation nicht. Das hängt schlicht mit den Freibeträgen zusammen. Die Freibeträge werden von uns im Rahmen des Gesetzes, das nun am 1. Januar in Kraft treten soll, noch einmal deutlich erhöht. Sie werden in Zukunft 500.000 Euro für den Ehepartner betragen, 400.000 für die Kinder und 200.000 für die Enkelkinder. Wer also unter diesen Beträgen erbt, der bleibt von vornherein erbschaftsteuerfrei. Und wer innerhalb der engeren Familie darüber erbt, der zahlt zunächst einmal für die ersten 75.000 nur 7% Steuern. Wenn er unter 300.000 zusätzlich erbt, 11% Steuern. Wir sehen sehr familienfreundliche Bestimmungen. Wann wird ein Haus oder eine Wohnung steuerfrei vererbt? In Zukunft kann der überlebende Ehepartner völlig steuerfrei im vorher gemeinsam bewohnten Haus wohnen bleiben, wenn er mindestens 10 Jahre in dem Haus verbleibt. Eine ähnliche Regelung gibt es für die Kinder. Auch Kinder können völlig erbschaftssteuerfrei das Haus ihrer Eltern übernehmen. Hier gibt es allerdings eine Grenze. Das Haus darf nicht größer als 200 Quadratmeter sein oder anders ausgedrückt, wenn es größer als 200 Quadratmeter Wohnfläche ist, dann wird der darüber hinausgehende Betrag nicht mehr steuerfrei erworben. Welche Veränderungen ergeben sich für Unternehmen? Bezogen auf die Betriebe haben wir uns geeinigt, dass in Zukunft Betriebe völlig freigestellt werden von der Erbschaftssteuer, wenn sie 10 Jahre lang im Durchschnitt die Gehaltssumme zahlen, die bei Übernahme gezahlt wurde und wenn sie 10 Jahre lang kein Betriebsvermögen in den privaten Bereich überführen. Es gibt allerdings eine weitere Voraussetzung, um in den Genuss dieser völligen Freistellung zu kommen, das sogenannte Verwaltungsvermögen, das heißt Vermögen, was nicht unbedingt für den Betrieb gebraucht wird, wie zum Beispiel Beteiligungen, dass die nicht mehr als 10% betragen dürfen. Für alle anderen Betriebe bis zu einem Verwaltungsvermögen von 50% wird es in Zukunft 7 Jahre Einhaltung einer bestimmten Lohnsumme und 7 Jahre keine Überführung von Betriebsvermögen in das Privatvermögen geben. Dann brauchen diese Firmen nur auf 15% des Wertes Erbschaftssteuer zahlen und werden somit für 85% freigestellt. Dadurch werden in Zukunft noch weniger Firmen als heute Erbschaftssteuer zahlen.